Moin, liebe Lüt. Und hier habe ich noch mal eine Kleinigkeit entdeckt. Komm mal her. Hallo. Da haben wir nämlich die Van-Schmiede. Du bist? Ich bin Steffen von der Van-Schmiede. Und ich bin Michael. Und du bist Michael. Herzlich willkommen. Und jetzt dürfen wir uns mal das von Steffen ausgebaute Fahrzeug anschauen. Ja, also was heißt von mir ausgebaut? Wir haben tatsächlich mehrere Leute, die das machen. Wir haben mittlerweile 12 Angestellte, Tischlermeister, Tischlertechniker, Industriemeister Metall und mehrere Tischler, die bei uns arbeiten und wirklich das mit Perfektion auch machen. In dem Fall stehen wir jetzt hier vor unserem neuen Serienmodell, dem Maxi Loft. Basiert so ein bisschen auf unserem anderen Micro Loft mit dieser L-Küche. Es war natürlich nicht möglich, hier diesen Ausziehkocher zu machen, einfach mit dem Effekt, dass wenn du den hier ausziehst, kochst du halt hier oben. Ja. Macht nicht so einen Sinn. Ist nicht so sinnig. Genau. Nur damit wir es mal richtig eingruppieren können, Basisfahrzeug, ich kann es sehen, aber im Video sieht man es immer nicht. Nee. Ist ein Fiat Ducato, kurz, L2, ne? Ist L2, ein H2, ganz genau. 45er. Ja. Ja, also die kurze Form. Genau. Und da unser Hauptserienausbau, der Microloft, der ist ja da drüben, da gehen wir gleich nochmal hin. Den gucken wir gleich im Anschluss genau, direkt. Genau, auf dem VW-Bus 540 basiert, haben wir gedacht, machen wir hier mal wiederum den kurzen Radstand und gucken, was wir eigentlich mit der gleichen Länge hier mehr an Platz schaffen. Ja. Dass wir das mal im Vergleich sehen können. Genau. Ne? Also was haben wir hier gemacht? Die Idee war Querbett. Das geht ja im Ducato einfach einwandfrei. Wir haben also 1,98, 1,96 Bett in der Quere. Wenn man es ausgezogen hat, 1,40. Schönen großen Stauraum hinten unter. Zwei Sitzplätze gegenüberliegend und eine richtig schöne große Küche. Und wofür wir so ein bisschen auch immer stehen, sind oftmals diese Farben. Ja. Ne? Die sind mir nämlich gleich ins Auge gestochen. Genau. Da bin ich kennt ihr von mir, ne? Farben bin ich affin. Ja. Da bin ich gleich dran hängen geblieben. Da habe ich gesagt, das muss ich mir mal näher angucken. Ja, also die Platten sind alle vom Sven Bauhaus, vom Plattenladen, die wir da verwenden, bis auf das Mint. Das ist ein anderes hier. Ja. Das ist tatsächlich einfach ein anderes Dekor, was wir speziell für uns da vorbereiten lassen. Mhm. Wir arbeiten immer sehr viel mit Bambus, haben jetzt auch mal angefangen mit Eiche zu arbeiten. Dieses warme Holz mit den Farben, das harmoniert einfach total schön. Ja. Ne? Und wenn man hier auch mal wirklich so auf die Details achtet, wie sauber so etwas dann gearbeitet ist hier, ja. Ne? Das würde ich nie hinkriegen. Ne? Ich habe auch immer gedacht, ich baue mir mal ein Auto selber aus. Aber sowas, ja, das kriegt ein Tischler hin, aber nicht ich. Genau, die haben das gelernt. Das Auto gehört jetzt tatsächlich sogar unserem Werkstattleiter, der das in Eigenregie gebaut hat. Und der hat sowieso extrem hohe Ansprüche an sich selbst. Ja, ja. Insofern ist das schon ein schönes Fahrzeug geworden. Der war jetzt hier auch schon viele tausend Kilometer unterwegs. Der war gerade mit seiner Freundin im Nordkap. Einmal die Nordkap-Tour. Ja, das muss immer sein. Er hat uns zwar auch in der Firma gefehlt, aber ich finde immer, du kannst sowas ja auch nicht in so einer Branche arbeiten, wenn du selber nicht leben kannst. Ne? Ja, ja. Ist einfach so. Ja. Das muss man dann auch mal einfach mitnehmen, dann weiß man auch, worauf es ankommt. Genau. Ne? Grundsätzlich haben wir überall immer darauf geachtet, dass wir viele schöne große Auszüge haben, wo auch mal eine 1,5 Liter Flasche reinpasst. Und das ist auch ans Gewicht gedacht, wie man an den Aussparungen sehen ganz kann. Genau. Ne? Da ist nämlich die Gewichtsfrage dabei. Richtig. Und die Ausbauten bei uns sind eigentlich immer sehr on point. Man kann noch was zuladen. Wir können einmal rübergehen zum Microloft. Das ist ja unser anderer Serienausbau, den wir haben. Hier haben wir die Musterplatten, wo wir gerade dran vorbeigehen. Genau. Das sind also so typische Musterflächen, die ihr dann so habt. Richtig. Oh, richtig leicht. Das wiegt gar nichts. Ne? Ja. Also eine Platte wiegt unter 20 Kilo, je nach Dekor und Stärke. Wir verbauen hier die 16er Platten und da sind wir bei, ich glaube, 19,8 Kilo. Das fasst nichts. Ja. Ja. Wenn man da jetzt noch was wegschneidet, bleibt da nicht viel von über. Jetzt sind wir am Microloft. Das ist unser Serienausbau für den langen Radstand. Gibt es für den T6, für den T5 logischerweise, Ford Transit Custom, aber auch für andere Fahrzeuge. Ist auch für einen Mercedes können wir es bauen. Da ist es aber ehrlich gesagt so eng auf dem Vito, dass ich es nicht empfehlen würde. Ja. Ja, wenn er da ist, okay. Aber wenn man jetzt vor der Entscheidung steht, welches Auto soll ich mir kaufen, würde ich auf jeden Fall nicht den Vito in diesem Fall. Mhm. Die Idee bei dem Auto ist, es ist ja immer noch ein kleines Fahrzeug. Darum haben wir gesagt, wie nutzt man das denn eigentlich? Meistens bei schönem Wetter. Ja. Und deswegen war die Idee, du kommst an, machst die Markise raus, fährst den Kocher raus und kannst dann direkt draußen kochen. Ja.
gerade im kleinen Fahrzeug. Genau. Ne? Also wenn ihr euch vorstellt, ihr macht jetzt die Spaghetti da drin, das ist nur wirklich das, wo richtig Wasserdampf bei rauskommt. Ja. Also das mache ich schon im schwarzen Schaf und da habe ich mehr Luft nach oben und direkt über mir dann auch die Hekis, die ich dann aufmachen kann. Richtig. Das ist kein Vergnügen. Hier ist es gleich draußen. Richtig, man kann auch noch den Tisch komplett rausschwenken. Das ist auch von uns selber produziert, der Tisch. Da sehen wir es hier, da ist die Schwenkachse. Ganz genau. So, aber wenn mal Schmuddelwetter ist, kommt ja mal vor, man will sich vielleicht aber morgens einfach einen Kaffee machen, gibt es auch die Möglichkeit, den mit zwei Handgriffen einfach in das den Innenraum. Wasser geht das immer, ne? Genau. Wir verwenden, das ist bei dem anderen vielleicht auch schon gesehen worden, immer diesen Spirituskocher, weil wir sagen, okay, du hast keine Gastprüfung, du kriegst das Zeug überall und bist einfach autark. So ein paar Flaschen mitzuschleppen ist jetzt nicht das Thema. Wie ist das? Spirituskocher habe ich überhaupt keine Erfahrung. Spirituskocher, so vom Geruch, riecht man irgendwas vom Spiritus? Wir haben, die sind jetzt hier nicht drin, wir haben selber noch so ein paar Dichtungen, die man davor packt. Aber grundsätzlich riecht das nach gar nichts. Hier sind die Kartuschen, die füllst du einfach auf. Da passen jeweils 0,6 Liter rein. Sehr ergiebig. Einziger Nachteil von dem Kocher ist, dass die Nudeln vielleicht eine Minute länger brauchen als beim Gaskocher. Aber ich sage mal, die Zeit sollte man haben. Ne? Mhm. Ansonsten Konzept von dem Auto, einen großen Schrank an der Seite, ein Rollo drin, wo man auch mal Bettzeug reinstopfen kann und ein ausziehbares Längsbett. Ja, ich gehe mal rein. Ja, geh bitte rein. Ausgezogen hat das dann eine Größe von 1,86 x 1,30, was schon ganz anständig ist. Und es gibt noch einen Satz, dass man den Tisch tiefer legen kann mit einem extra Polster, sodass man dann hier 2,20 Meter Liegefläche hat, was natürlich im VW-Bus echt riesig ist. Ne? Mein innerer Monk möchte jetzt erstmal das Besteck gerade richtig hinlegen. Ne? Das bleibt nicht aus, wenn hier so viele Leute rein und rauslaufen. Ansonsten haben wir hier, das ist neues Konzept jetzt mal von uns, also nicht der Ausbau, sondern von den Farben. Wir haben ja sonst immer dieses Bunte und Bambus. Hier haben wir jetzt eine schöne Eichenplatte mal verwendet und relativ dunkle Farben. Wir haben sogar hier für dieses Modell das Waschbecken schwarz pulvern lassen und auch den Tisch schwarz pulvern lassen. Und das ist mal, ich schimpfe ja immer über die Becken, wisst ihr, kennt ihr bei mir auf meinen Videos, aber das ist eine vernünftige Größe. Ja. Da kann man tatsächlich was drin abspülen. Ja, da kann man was abspülen, ja. Schneidebrett als Ablage. Genau. Ansonsten, jetzt hast du das Licht ein bisschen gedimmt. Ja, da bin ich rangekommen. Genau. Boah, guck mal, und ich kann auch wieder hochdimmen. Das geht relativ schnell, genau. Wir haben auch hier einen riesigen Apotheker, wo man auch Flaschen hinstellen kann, 1,5 Liter Flaschen, das finden wir ganz, ganz wichtig. Und natürlich auch hier in dem kleinen Auto haben wir eine Boxio Trockentrenntoilette, damit die auch einmal dabei ist und hier und man wirklich autark ist. Ne? Was, was immer wieder gesagt wird, die können doch in den kleinen Fahrzeugen keine Toilette drin haben. Doch, haben sie. Geht. Ne? Es geht. Überhaupt kein Thema. Überhaupt kein Thema. Ansonsten bei dem Hochschrank, da passt auch eine Menge rein. In diesem Fall haben wir ein Eichenrollo gebaut, selbst gebaut von unseren Tischlern. Schick. Da haben wir einfach ein bisschen Kunstleder hinter gemacht und einzelne Leisten geschnitten. Mhm. Und das läuft butterweich und sieht einfach schön aus. Merke ich. Wie schön das hier hoch. Ja, ne? Also ganz butterleicht lässt sich das schieben. Da kann man nicht nur loslassen haben. Sollte man es nicht, nee, wenn man es runterlässt. Ne? Also da habe ich eben gemerkt, da muss man auch festhalten. Ne? Aber ja, das geht. Richtig. Wir können ja nochmal draußen schauen. Keine große Kunst. Hm? Ich komme mal wieder raus. ,90 Meter, das ist immer so eine Sache mit den kleinen Bussen. Ne? Wir haben hier hinten einen schönen großen Auszug verbaut. Schwerlastauszug. Schwerlastauszug. Mit einzelnen Trennern, dass man das für sich wirklich selber so positionieren kann. In dem Fall, das ist ja so ein bisschen Sonderedition, dieses Auto, auch mit den Außen, das gucken wir uns gleich nochmal an, haben wir hier eigentlich alles drin. Wir haben Warmwasser, Außendusche, dass man sich hier draußen auch nochmal abduschen kann. Und wir filzen halt auch immer rundherum. Ich finde das immer nicht so schön, wenn hier alles Blech ist und einfach nur so eine Platte aufgeklebt ist. Es ist einfach wohnlicher, wenn so eine Tür gefilzt ist. Es ist gleich ein ganz anderes Raumgefühl. Voll, das macht einen riesen Unterschied. Der Schall wird davon aufgeschluckt. Genau. Das ist schon was anderes. Das macht es viel gemütlicher. So im Außenbereich haben wir gesagt, wir wollen, also mal als kleine Story, wir hatten unser erstes Fahrzeug gebaut und das war ein relativ einfacher Transporter. Ja. Und alle standen da vorne und gesagt, der war noch im Mint, was für ein toller Ausbau, und haben gesagt, den wollen wir haben. Und die Männer standen dann vorne und haben gesagt, nö. Das ist mir zu einfach, will ich nicht. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay,
dann lass uns diesmal einfach ein bisschen mehr machen. Muss ein bisschen nach was aussehen. Es muss ein Lode AT muss drauf richtig, sein. Richtig, genau. Ja. Ich wollte aber unbedingt keine Delta-Felgen, weil die sind ja überall drauf. Die haben sie alle, ja. Genau. Und das Problem bei dem Fahrzeug war, wir haben das übernommen von der Kundin und haben gesagt, dann bauen wir den aus. Von der Konfiguration her waren die Stoßstangen nicht lackiert. Deswegen haben wir hier eine Folie gefunden, die auch ein bisschen Struktur hat und da relativ gut zu passt. Die dicht an der Stoßstangenstruktur dran ist, ja. Genau. Pfiffig. Und haben entsprechend nochmal ein Fahrwerk verbauen lassen, ein bisschen Höherlegung. Die Räder, vorne Bügel, alle logisch schwarz. Und ich finde, wir nennen die immer Black Beauty. Das ist eigentlich ein passender Name. Für mich wäre es dann das kleine Schwarze, das schwarze Lamm. Ja, das schwarze Lamm, genau. Aber die Farbe, wisst ihr, die Farbe gefällt mir. Und eine Sache, auch vorne war gut ausgestattet, ja. Aber du hast halt dieses Hellgraue überall. Mhm. Und dann haben wir mit unserem Sattler zusammen, mit dem wir zusammenarbeiten, alles vorne mit Alcantara im Himmel gezogen und die Elemente schwarz gemacht. Also ich finde, das ist ein Auto, mit dem man sich auch echt blicken lassen kann. Absolut. Den würde ich dir sofort abnehmen. Also ja. Wenn das Preisschild nicht wäre. Das Preisschild, das hält, ja. mich noch ein Ticken davon ab. Der Basisausbau selber fängt ja bei 17,9 an. Und das ist schon... Ja. Also es ist auch schon recht eng kalkuliert, muss ich sagen. Das ist auch das, weshalb ich gesagt habe, bei der Van-Schmiede mache ich mal Zwischenstopp und lasst euch mal ein bisschen erzählen, weil viele von euch haben vielleicht schon das entsprechende Fahrzeug, aber ihr steht vor der Aufgabe, wie gehe ich da jetzt ran? Habt einen hohen Anspruch, aber schafft es selber, diesem Anspruch nicht Genüge zu tun. Ja. Das wäre mein Problem. Also ich hätte den hohen Anspruch, aber ich bin halt kein Tischler und ich kann das einfach nicht so umsetzen, wie ihr das könnt. Ich bin auch und immer ihr wieder macht wirklich so diese individuellen Ausbauten. Das heißt, ihr könnt dann immer mit ihm sprechen, was habt ihr für Vorstellungen und dann steht da irgendwo ein Preisschild dann darunter, dass ihr euch dann gemeinsam rausarbeitet und dann ist das für beide Seiten irgendwo abbildbar zu gestalten. Das muss man auch mal ein bisschen hervorheben. Wir haben jetzt hier über Serienausbauten gesprochen. Klar, ja, für das macht das Sinn. Aber tatsächlich 80% von dem, was wir machen, ist individuell. Mhm. Das heißt, der Kunde kommt zu uns, mit oder ohne Fahrzeug. Wenn er ein Fahrzeug mitbringt, dann gehen wir mit einem unseren Tischler raus, zeichnen schon mal mit dem Tape den Grundriss ein, besprechen, was er alles braucht, reden ihm auch mal Sachen aus, weil viele denken immer, sie brauchen das und das. Und das sind so die Erfahrungswerte, die viele dann. Ne? Ich habe eine ganz tolle Idee. Nee, weiß ich, haben wir schon mal gemacht, war keine gute Idee. Nee, genau. Ja. Und da wir die Erfahrung schon gemacht haben oder andere für uns. Das spart euch so manches Lehrgeld vielleicht. Ja, auf jeden Fall. Genau, das ist so das, was wir machen. Mhm. Und sind jetzt gerade, habe ich eben schon mal angesprochen, hinter der Kamera gerade dabei, einen Online-Shop noch zu machen für Selbstausbauer. Aha. Die Idee dahinter ist wirklich, das auch zu verkaufen, was wir verbauen. Ja. Ne? Also jetzt nicht ein Konkurrenzprodukt zu Raimo oder Co. zu machen, sondern zu sagen, wir benutzen das Filz, den Sprühkleber, das Holz. Ne? Und da können wir, hinter der Qualität können wir stehen und dann habt ihr da gleich eine Bezugsquelle dafür. Richtig. Ne? Richtig. Lässt sich ja gegebenenfalls auch kombinieren, dass man sagt, so das, wo ich mich selber nun gar nicht rantraue, das lässt man von euch bauen und an den Rest will man vielleicht auch, damit man selber Hand angelegt hat, selber rangehen. Dann habt ihr dasselbe Material und ihr kommt da auch ganz offiziell ran, ohne dass da ein Geheimnis draus gemacht wird. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Nein, nein, um Gottes Willen. Also da benutzen wir ja auch keine ganz besonderen Sachen, sondern das sind alles Sachen, die auf dem Markt zu haben sind. Ne? Mhm. Wir haben ein paar Sachen, die wir selber fertigen, wie zum Beispiel das Tischgestell. Ja. Aber ansonsten sind das ja marktübliche Dinge, die dort verbaut sind. Ich habe jetzt ja von dem Preis gesprochen. Ihr habt es vielleicht irgendwo im Bildhintergrund mal gesehen. Wir haben den Preis nämlich noch gar nicht genannt, den dieses Fahrzeug jetzt hier hat. Aber hier an der Seite steht es dran. Das Microloft Edition mit dem Fahrzeug komplett, so wie er hier steht. Das ist ein Neufahrzeug. Liegt als Neufahrzeug. Ne? Bitte beachten, das ist jetzt nicht irgendwie ein Gebrauchtfahrzeug. Als Neufahrzeug mit dem gesamten Ausbau bei 109.999. Ganz genau. Und hier haben wir mal eine Größenordnung. Microloft 2, Serienausstattung. Was diese Möbeleinbauten dann alle so bedeuten. Ab 18.000 kann man sagen, liegen wir da in der Größenordnung. Genau. Nicht nur die Möbel, da ist auch schon der Kühlschrank mit drin. Und auch eine AGM-Batterie in der Basisvariante, die Spots. Also im Grunde genommen kann man so losfahren. Ja. Filz, Dämmung würde noch hinzukommen. Ne? Kann man auch selber machen. Natürlich. Ne? Das ist ja natürlich. Genau das, wo ich sage, das ist genau das, was man dann im Gespräch mit euch rausarbeitet. Die Sachen, die kann ich problemlos selber. Aber ihr habt nachher wirklich ein Fahrzeug, das aus einem Guss ist. Ne? Das auch wirklich was hermacht. Denn das muss man wirklich sagen, da könnt ihr euch mitblicken lassen hier. Ja. Ne? Also wir kriegen auch sehr gutes Feedback hier. Ja.
Mir hat es einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Falls ihr euch fragt, wo die sitzen bei mir hier auf der Ecke in Kaltenkirchen. Genau, na? In Kaltenkirchen. Ich verlinke das Ganze natürlich wieder unter dem Video, die Vanschmiede, na, wo ihr die Jungs findet, wie ihr an die rankommt, wie ihr sie kontakten könnt. Das findet ihr alles in der Videobeschreibung. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da. Wer nicht abonnieren will, ist nicht so schlimm. Aber ihr verpasst keins meiner Videos mehr und ich freue mich über jedes eurer Abos. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael. Ciao.